Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Haustechnik Voßwinkel. Wir wollen uns heute um das Thema Fahrzeuge kümmern und um das Thema Fahrzeugbeklebung insbesondere. Wir sind zu Gast bei der Firma Papandreou in Immekeppel, sehr lieben Kollegen, die im Bereich des Karosseriebaus tätig sind und uns immer ihre Halle leihen, wenn wir neue Fahrzeuge bekleben. Warum eine Halle? Die Fahrzeuge müssen ungefähr 20 Grad haben, damit die Folien, die dort drauf kommen, auch entsprechend gut haften. Und ich möchte euch ein paar Sachen erzählen zu den Gedanken, die wir uns gemacht haben, wenn es um das Thema Beklebung geht. Bei uns im Unternehmen gibt es drei verschiedene Designs, wenn es um das Thema Fahrzeugbeklebung geht. Wir haben das Heizungsthema, wir haben das Badthema und wir haben das Service- oder Kundendienstthema auf unseren Fahrzeugen. Gepaart sind die mit den drei verschiedenen Farben unseres Logos: Blau für das Wasserthema, für das Sanitärthema, Grün für das Heizungsthema und Gelb für das Kundendienstthema. Auf dieses Fahrzeug kommt heute das Badthema, ist auch zum ersten Mal auf einem so großen Fahrzeug drauf. Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein paar Anpassungen geben müssen, was das finale Design angeht. Und fertig! So sieht dann ein Vito aus mit, in dem Falle, dem Baddesign, wenn er dann fertig beklebt ist. Ein paar Details oder Informationen zu dem Thema Beklebung, warum sieht die so aus, wie sie jetzt aussieht. Das hier ist die Fahrerseite. Da in Deutschland Rechtsverkehr herrscht, wirst du diese Seite des Autos überwiegend sehen, wenn du dran vorbeifährst. Das heißt, fließender Verkehr, du hast weniger Zeit, die Informationen wahrzunehmen, die auf dem Auto drauf sind. Heißt für uns, dass wir auf der Fahrerseite gar nichts groß draufschreiben, sondern nur einen Gesamteindruck vermitteln wollen, wenn du an dem Auto vorbeifährst. Du sollst sehen, wer es ist und du sollst eine ganz kurze Information, eher eine optische Information bekommen, was auf dem Auto draufsteht. Okay, dann lass uns das Auto mal umdrehen, sprich die Beifahrerseite von dem Auto angucken. Ich sagte eben, Rechtsverkehr in Deutschland, meistens wird auch auf der rechten Straßenseite geparkt. Das heißt, das Fahrzeug steht mit dieser Seite zum Bordstein, also zu den Leuten, die langsamer an dem Auto vorbeigehen. Heißt im Umkehrschluss, wir können mehr Informationen auf dieser Seite an den Mann bzw. die Frau bringen, dass sie also Aufmerksamkeit erregen. Es ist nicht viel mehr, was aber an unserem Corporate Design liegt, was sowieso sehr clean und sehr klar sehr wenige Informationen enthält. Aber es ist dennoch auf dieser Seite ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben neben dem Logo, was wir auf der anderen Seite haben, noch unseren Claim, mit Sicherheit wohlfühlen. Und wir haben die Telefonnummer und die Internetadresse, die eben auf der Seite des Fahrzeugs auch noch abgebildet werden. Ja, und zum Schluss dann eben die Ansicht, die du von hinten siehst, wenn du hinter dem Auto an der Ampel stehst oder wenn das Auto irgendwo geparkt ist, natürlich auch. Das heißt, von den Informationen oder von der Informationsdichte ähnlich wieder wie hier. Wir haben festgestellt, wenn du an der Ampel stehst, im Auto sitzt, du guckst als Fahrer nicht unbedingt auf das Heck eines anderen Autos, sondern du guckst dich auch ein bisschen um. Also ist die Informationsdichte hier auch nicht sonderlich hoch. Interessantes Detail, was ich auf der anderen Seite eben vergessen habe, ist das, wir haben hier eine Domain, eine Internetadresse, die eine andere ist als die, die wir normalerweise verwenden. Wir haben ja normalerweise die haustechnik-voßwinkel.de. In dem Falle ist es aber badvomprofi.nrw bzw. Heizung oder Haustechnik bei den beiden anderen Designs. Was ist die Idee hinter dieser Domain, die ja abweicht von unserer normalen Internetadresse? Wenn jemand diese Domain eingibt, kommt er auch bei uns auf die Webseite. Ganz normal, als würdest du da normalerweise die normale Adresse eingeben. Aber wir können nachvollziehen, wie viele Leute das tun, wer also unser Auto im Straßenverkehr wahrnimmt und dann diese Internetadresse nimmt, um zu uns auf die Seite zu kommen. Das heißt, wir haben eine Kontrolle darüber, wie wird dieses Design wahrgenommen und spricht es auch die Leute so an, dass sie sogar diese Adresse eingeben, um auf unsere Webseite zu kommen. Ganz zum Schluss noch einen Hinweis auf ein Designelement, was sich bei uns allerdings durch alles durchzieht. Wir haben die Welle von dem Fahrzeugdesign oder das Haus oder die Sonne, was wir auf den anderen Autos haben, überlappen lassen auf die andere Seite.
Das hat letztlich mit unserer Designphilosophie zu tun und wiederholt sich bei uns überall. Also auf Visitenkarten, auf dem Briefpapier, auf Briefumschlägen, auf allen Schildern, die wir irgendwo hängen haben, seht ihr immer das Logo entweder angeschnitten, auf Schildern zum Beispiel, dass es eben in der Mitte aufhört, oder ihr seht es zum Beispiel bei den Visitenkarten umgeklappt auf die andere Seite, auf die Rückseite. Das ist letzten Endes eine Designentscheidung, die wir getroffen haben und die wir auch auf allen Medien umsetzen, mit denen wir dann nach draußen Werbung machen.